Ja, die Büsinger, die mussten in den letzten Tagen plötzlich dann doch wieder ganz schön kämpfen, weil sie in den ganzen Regelungen um die Coronavirus vergessen wurden und nicht mal mehr einkaufen durften nach Deutschland, obwohl sie ja Deutsche sind. Ja, mein Name ist Marc Erni. Ich bin Büsinger mittlerweile seit 2,5 Jahren. Und mich hat das dann nochmals stark getroffen, gar nicht mal nur wegen des Einkaufens, sondern es geht auch darum, meine Frau ist derzeit im 9. Monat schwanger. Da braucht man hier und da auch mal irgendwelche Medikamente und die Sache ist, Medikamente fallen streng genommen auch unter Waren. Und wenn es nicht mehr möglich ist, Waren nach Büsingen mitzunehmen, hat man ein akutes Problem. Als wir das vorgestern gehört haben, war ich erstmal leicht schockiert, weil, wie gesagt, es gab auch keinerlei Info aus dem Rathaus. Es war einfach nur so, dass man an der Grenze vom Schweizer Zöllner gehört hat, so und so sieht's aus, ab sofort keine Einkäufe mehr möglich und keine Waren eben mehr, die nach Büsingen eingeführt werden dürfen. Und das war für mich dann so noch der letzte ausschlaggebende Grund, einen offenen Brief an die Gemeinde zu schreiben, weil ich schon finde, dass man als deutscher Staatsbürger in Büsingen derzeit ein bisschen diskriminiert wird in den Corona-Zeiten, und zwar einfach aus dem Grund, weil man eben zum Beispiel auch keinen deutschen Besuch in Büsingen empfangen darf. Es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwelche großartigen Besuche da empfangen möchte, aber es geht halt darum, wenn familiäre Hilfe in irgendeiner Art und Weise mal gebraucht ist, dass da eine Person nach Büsingen aus Deutschland kommen kann, wäre das schon ganz nett, zumal unser privates Umfeld eben auch komplett sozusagen aus der Bundesrepublik Deutschland kommt. Und ich finde problematisch eben, dass Büsingen als Gemeinde immer wieder vergessen wird, sowohl von Deutschland als auch von der Schweiz und vielleicht teilweise auch von der Europäischen Union. Und deswegen ist es einfach wichtig, Büsingen da immer wieder so ein bisschen in den Fokus zu rücken und dem Dorf auch eine Stimme zu geben, der Insel in der Schweiz.